Die Konferenz Inverted Classroom and Beyond findet in der Regel alle 2 Jahre in St. Pölten statt. 2021 sollte das auch sein. Aber leider kam Corona dazwischen. Deswegen wird sie abgesagt. Nein, zum Glück nicht. Dieses Mal findet sie in einem anderen Format, nämlich online statt. Durch die Corona-Krise werden an nahezu allen Schulen und Universitäten digitale Lernelemente eingesetzt. Das ist das Thema meines Beitrags, digitale Lehre in Zeiten von Covid-19, Risiken und Chancen. Durch den Digitalisierungsschub entstehen auf der einen Seite sehr, sehr viele Probleme und auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr, sehr viele Chancen, gerade für die Zukunft der digitalen Lehre. Und das möchte ich mit Ihnen gerne diskutieren. Wie sind wir vorgegangen, um die digitale Lehre seit Corona zu erforschen bzw. zu bewerten? Wir haben verschiedene Methoden angewendet, auf der einen Seite internationale Studien analysiert und auf der anderen Seite Interviews bei Studierenden und Lehrenden der Universität Marburg durchgeführt. Bei den Studierenden haben wir Leitfadeninterviews verwendet und bei Studierenden als auch Lehrenden eine Online-Umfrage erstellt. Bei den Studierenden fand die Online-Umfrage im Sommersemester statt und im Wintersemester gibt es eine weitere Studie. Wir werden wahrscheinlich noch mehrere Studien anhängen, damit wir einen Längsschnittdesign haben und sehen können, wie sich das Ganze entwickelt. Das heißt, ob sich die Einstellung der Studierenden zur digitalen Lehre verändert. Bei den Lehrenden fand die Online-Umfrage im Sommersemester statt. Fragestellungen waren, welche Nachteile und Vorteile, aber auch Chancen ergeben sich durch die digitale Lehre. Dann wollten wir wissen, sind denn bestimmte Gruppen von Studierenden stärker von der Umstellung auf die digitale Lehre betroffen als andere? Also es ist beispielsweise so, dass wir davon ausgehen, dass eventuell Studierende mit Behinderungen die digitale Lehre besser oder schlechter beurteilen als andere Studierende oder Studierende, die nicht so technikaffin sind, vielleicht die digitale Lehre oder mit den digitalen Tools nicht so gut umgehen können. Und eine weitere Frage ist, welche digitalen Tools sind für welche Lehrformate geeignet? Also wir gehen davon aus, dass nicht jedes digitale Tool auch für jedes Lehrformat funktioniert. Hier sehen wir nun die ersten Ergebnisse, und zwar die Risiken und Vorteile. Was ist seitens der Studierenden passiert? Durch den Lockdown haben viele Studierende ihren Job verloren und die finanziellen Ressourcen sind geschwunden. Das ist jetzt kein direktes Problem der digitalen Lehre, aber im Prinzip ein indirektes Problem. Wenn man an der digitalen Lehre partizipieren möchte, dann braucht man eine gewisse Ausstattung. Das heißt, es kostet Geld. Wenn man sich ein Mikrofon anschafft oder beispielsweise ein PC oder Software, wenn man weniger Ressourcen hat, dann ist es natürlich schwerer, daran zu partizipieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass man auf internationaler Ebene sieht, bei den Studien, aber auch bei der Studie der Universität Marburg, aber auch europaweit, dass viele Studierende sagen, der Workload ist stark angestiegen. In Marburg haben 76% der Studierenden gesagt, der Workload ist höher bzw. sehr viel höher als vor der digitalen Lehre, vor Corona. Weiterhin wird häufig genannt, dass die Qualität der digitalen Lehre nicht so gut ist wie die Qualität der analogen Lehre bzw. die Lehre vor der Corona-Krise. Ein anderes Problem ist die Belastung, die natürlich einerseits durch den Lockdown entstanden ist, aber natürlich auch durch die digitale Lehre selbst, dass man isoliert lernen muss, dass man zur Prokrastination vielleicht neigt, weil man eher Sachen aufschieben kann. Die psychische Belastung ist angestiegen. All das sind Punkte, die ein Riesenproblem sind, die natürlich dann auch wieder für das Lernen schlecht sind, also sich dann wieder auf das Lernen auswirken. Dann hat uns noch interessiert, ob es Zusammenhänge gibt. Ich stelle jetzt hier nur ein Beispiel vor. Und zwar haben wir festgestellt, dass Studierende mit höher gebildeten Eltern die digitale Lehre eher befürworten als Studierende mit weniger gebildeten Eltern. Woran das liegen kann, können wir gerne diskutieren. Sicherlich werden das drittvariablen Einflüsse sein und wir werden versuchen, in der zweiten Studie im Wintersemester drittvariablen zu ermitteln
und dann entsprechende Fragen zu formulieren. Dann können wir eine sogenannte Drittvariablenkontrolle durchführen. Was ist seitens der Lehrenden passiert? Die Studierenden berichten über mehr Workload und die Lehrenden berichten davon, dass sie viel mehr Arbeitsbelastung haben als vor der Corona-Krise. Dementsprechend hat auch die Forschung relativ stark gelitten, wobei man sagen muss, dass bei der Forschung die Frauen stärker betroffen sind als die Männer. Aber andererseits können wir auch sagen, anhand der Studien haben wir festgestellt, dass die Lehrenden sich häufig weitergebildet haben. Also sie haben versucht, auch wirklich digitale Tools einzusetzen und sich auch hochschuldidaktisch weitergebildet bzw. Kurse belegt, damit sie wissen, wie man die Tools anwendet und einsetzt. Und das heißt, die Lehrenden haben sich, also jedenfalls relativ viele Lehrende, auch sehr, sehr stark engagiert. Welche Vorteile berichten die Lehrenden und Studierenden? Naja, ich nenne jetzt hier nur ein paar Beispiele, und zwar Flexibilität, Zeitersparnis, Ortsunabhängigkeit. Das heißt, es wurde gesagt, das ist ganz, ganz praktisch. Ich kann halt wirklich an jedem Ort im Prinzip meine digitale Lehre abhalten, erstellen als Lehrender. Und ich kann als Studierender auch überall partizipieren, sei es jetzt, ob ich in London, New York oder sonst wo bin. Und auch die Bequemlichkeit wurde genannt. Studierende haben gesagt, naja, es ist ganz angenehm, ich muss jetzt nicht aufstehen, mich umziehen, sondern ich kann einfach im Schlafanzug arbeiten. Und das sind alles Vorteile, die sowieso bei digitalen Lehrformaten im Allgemeinen genannt werden. Aber natürlich ist es jetzt so, dass dadurch, dass sie eingesetzt werden, auch diese jetzt entsprechend zum Tragen kommen. Durch den Anstieg der digitalen Lehre bzw. durch das vermehrte Einsetzen der digitalen Lehre seit der Corona-Krise sind natürlich Probleme entstanden und es gibt zahlreiche Nachteile, aber es gibt auch ganz, ganz viele Chancen für die Lehre der Zukunft. Das heißt, für die digitale Lehre ist die Corona-Krise meiner Meinung nach auch eine Chance, und zwar, dass in Zukunft eben mehr digitale Lehre eingesetzt wird. Es ist nicht so, dass es vor der Corona-Krise keine Lehrenden gab, die mit digitalen Tools gearbeitet haben. Und es gibt natürlich auch ganze Universitäten oder in manchen Ländern ist die digitale Lehre auch sehr weit verbreitet. Aber dennoch ist sie nicht so weit verbreitet, wie sie hätte sein können. Und deswegen ist meiner Meinung nach es einfach eine Chance, dass jetzt vermehrt digitale Lehre betrieben wird. Und anhand von Studien international und auch natürlich auf basierend auf der Studie der Universität Marburg kann man feststellen, dass die Studierenden sich für die Zukunft mehr digitale Lehre wünschen, auch nach Corona. Beispielsweise hybride Lernszenarien, sowas wie das Inverted Classroom, was sehr, sehr beliebt ist, sind Videos, aber auch Live-Online-Kurse, Quizformate sind sehr interessant für die Studierenden und viele Studierende sagen auch, dass sie mit dem Inverted Classroom statt mit einer Präsenzphase, mit einer Online-Präsenzphase ganz gut zurechtkommen. Aber ganz wichtig ist, dass digitale Tools nicht für alle Lehrformate gleichermaßen gut sind. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn wir uns Übungen anschauen oder Kurse wie Lektüreformate, wo sehr viel diskutiert werden muss, dann ist es natürlich nicht so praktisch, wenn man Online-Kurse jetzt durchführt, Webseminare, sondern da braucht man wirklich eine Präsenz. Das heißt, die Präsenzlehre wird nicht komplett ersetzt werden können und es ist auch nicht unbedingt sinnvoll. Für andere Formate, beispielsweise für Vorlesungen, wir haben auch Lehrforschungsprojekte online durchgeführt, da funktioniert das relativ gut. Das heißt, man muss sich anschauen, für welche Lehrformate sind welche Tools geeignet und man muss dementsprechende Konzepte erarbeiten. Und auch seitens der Lehrenden ist es so, dass sie bereit sind, mehr digitale Tools in der Zukunft zu verwenden. Sollte in Zukunft mehr digitale Lehre eingesetzt werden, muss man natürlich auch einiges beachten. Nehmen wir jetzt das Beispiel der Hochschulen. Je nachdem, wenn keine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, muss man diese natürlich auch ausbauen. So gibt es Universitäten, an denen Studierende und Lehrende vielleicht auch kein WLAN haben, also muss man in solche Sachen investieren. Jetzt gerade in der Corona-Krise müsste man sich überlegen, ob man Studierende unterstützt, wenn sie an digitaler Lehre oder zum Beispiel Online-Lehre nicht partizipieren können, ob man da extra Materialien ausgibt. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch die Lehrenden nicht vergessen. Gerade
weil diese natürlich, wenn sie mit digitalen Tools arbeiten, auch sehr viel Zeit investieren, dass man dementsprechend SWS beispielsweise anrechnet und dafür sorgt, dass diese sich dementsprechend weiterbilden können. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben und freue mich auf die Diskussionen bei der Konferenz Inverted Classroom im Februar. Bis bald. Tschüss.